Salat auf dem Balkon oder auf der Terrasse anbauen. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Jeder hat keinen Garten. Für manche, die sagen, es ist so schade, ich würde so gern meinen eigenen Salat ernten. Ja, da habe ich einen Tipp für euch. Wenn ihr einen Balkon habt oder eine Terrasse, ihr nehmt einfach einen Balkonkasten, das kann ja ruhig so ein Plastikbalkonkasten sein. Dann kauft ihr euch einen Pflücksalat. Also Pflücksalat, das sind verschiedene Salatsorten in der Tüte drin. Das ist unter anderem Lollo Rosso oder der Lollo Blanco oder Eichblatt ist drin. Ich weiß nicht, noch verschiedene andere. Und es ist so schönes buntes Zeug dann, also der Salat schaut immer so schön aus, schon allein wenn das im Balkonkasten drin ist und vor allem wenn man es dann erntet. Ihr füllt den Balkonkasten mit Pflanzerde, dann gebt ihr den Samen rein, Pflücksalat, Entschuldigung, Pflücksalat muss ausdrücklich draufstehen, ne? Und oder ihr nehmt ein Saatband. Das ist für Anfänger vielleicht dann noch besser und legt es einfach der Länge nach rein in der Mitte und da gibt er dann noch einmal Erde drauf, streut ein bisschen drauf und dann gießt er das Ganze und das haltet ihr dann die nächsten Tage immer schön feucht. Dann geht es, auch in ein paar Tagen gehen schon die Salatpflanzen auf. Das Ganze macht man aber so Mitte April eigentlich erst, außer das wird schon, was man bei uns ja nicht mehr so genau weiß, wie es Wetter wird. Wenn das warm wird, dann kann man das schon machen. Wird es aber wieder mal kalt, dann muss man es halt einmal abdecken oder in die Wohnung reingeben. Auf jeden Fall, ich würde sagen, so Mitte April kann man anfangen, einmal das zu säen und dann am Balkon rausstellen, an einem geschützten Platz einfach ein bisschen. Aber es kann ruhig sonnig sein dann, umso schneller geht der Samen auf. Und ja, wenn das dann wächst, wenn das einmal Frost kommt, dann müsst ihr das halt mit Vlies abdecken, den Kasten. Oder wenn es schon aufgegangen ist, auch aufgegangene am besten mit dem Vlies abdecken. Oder ihr könnt auch Zeitungspapier nehmen. Muss kein Vlies gekauft werden, ne? Muss nicht sein. Zeitungspapier wärmt ja auch. Und deckt es dann nachts ab und am Tag, wenn es wieder schön ist, könnt ihr es abdecken. Ja, und dann dauert es eine Zeit lang und irgendwann im Mai habt ihr dann schon euren eigenen Salat am Balkon. Wenn ihr den erntet, den Pflücksalat, immer von außen die großen Blätter nehmen, nie von innen, weil damit ihr nicht das Herz beschädigt, weil von innen, der Herz sagt man ja da, wächst ja der Salat immer, immer weiter. Und wenn ihr das Herz dann abzupft, dann kann nichts mehr weiter wachsen. Also immer von außen rum die großen Blätter nehmen, abernten und dann habt ihr immer wieder einen frischen Salat. Wer keinen Platz für einen Balkonkasten hat, weil die sind ja doch auch ein wenig länger, der kann auch einmal einen Topf nehmen, einen größeren vielleicht. Gibt es ihn eckig, gibt es ihn rund und kann da was reinsehen, also schon dünner reinsehen, das darf nicht zu dick sein. Ne? Und dann könnt ihr da mal euren Salat selber züchten und dann habt ihr einen eigenen Salat. Ja, und wenn ihr schon Salat habt, dann will man ja auch immer gern mit Kräutern noch würzen. Das könnt ihr genauso machen. Ihr könnt dann in den Balkonkasten, in einem Balkonkasten oder in einen Topf ein paar verschiedene Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch, Oregano, sowas, Basilikum, könnt ihr alles daran pflanzen und dann habt ihr noch Kräuter auch für euren Salat. Probiert es aus, denn das klappt wunderbar. Das geht auf der Terrasse auch. Da ist sowieso kein Problem. Wer einen Balkon hat, der nach innen reingeht, also überdacht ist, da ist es auch kein Problem. Und wer halt so einen Balkon hat, der nach außen geht und hat kein Dach drüber, da muss man halt ein bisschen aufpassen, lieber ein bisschen später anfangen. Und dann gibt man halt der Schmiedemeier einen Salat, das macht ja auch nichts. Und wenn ihr merkt, der Salat wird jetzt langsam, der geht zur Neige, dass er jetzt nicht mehr so viel kriegt bei der Ernte oder bei jeder Ernte, dann könnt ihr einen zweiten Kasten vielleicht euch vorbereiten und schon einmal säen. Und wenn dann der erste Kasten gar abgeerntet ist, weil wenn er abgeerntet wird, könnt ihr auch das Herz innen mitverwenden. Ne? Und dann in der Zeit, bis der abgeerntet ist, wächst ja schon wieder der andere nach. Und da habt ihr den ganzen Sommer bis in den Herbst rein, habt ihr eigenen Salat. Probiert es aus. Ich finde es toll, sowas. Das habe ich sogar schon bei mir auch gemacht. Ich habe mal keinen Platz in meine Beete mehr gehabt. Und dann habe ich einfach einen Salat in Balkonkasten reingesät und habe den auf die Seite dann, weil Platz ja so habe ich ja bloß halt keinen, im Beet habe ich keinen Platz gehabt. Und der ist dann wunderbar geworden. Habe ich auch schon mit Feldsalat gemacht.
Wenn euch der Tipp gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke fürs nächste Video und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmoni.